Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich möchte euch heute unsere Effektversiegler zeigen. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Wir tragen die zusammen auf. Ich habe mir ein paar Mustertipps vorbereitet mit verschiedenen Farben. Ja, ihr könnt zuschauen und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ich zeige euch als erstes unsere Konfetti-Versiegler. Das sind 4 Stück, die sind alle ohne Schwitzschicht, alle mittelviskos mit verschiedenen Effekten. Ich habe mir hier 4 Mustertipps vorbereitet. Wenn euch interessiert, welche Farben ich da verwendet habe, die schreibe ich unten in die Infobox. Und dann fangen wir mal an mit unserem Konfetti-Gold-Versiegler. Ich zeige euch den Versiegler einmal in der Flasche und dann tragen wir den zusammen auf. Das ist ein richtig schöner, klarer Versiegler. Also die sind alle klar, die haben keine Einfärbung mit Goldpartikelchen drin und die haben so einen ganz leichten Holo-Effekt. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Also ein richtig schöner Versiegler, passt zu jeder Farbe. Ich habe mir jetzt hier ein Newton vorbereitet. Ich stelle die anderen mal eben auf Seite. Und dann fangen wir an. Also einen Newton habe ich mir vorbereitet. Was schön ist bei den Versieglern, ihr habt nicht diese abstehenden Partikel. Also die legen sich wirklich richtig schön glatt auf den Nagel. Und ihr könnt auch noch so ganz leicht, wenn ihr das möchtet, die Partikel verschieben. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte zum Beispiel hier oben noch ein paar haben, könnt ihr die einfach mit dem Pinsel aus der Flasche verschieben oder auch mit einem extra Nail Art Pinsel, aber das ist eigentlich nicht nötig. Und so sieht der jetzt aus, so ein richtig schöner goldiger Effekt. Den lasse ich aushärten und zum Schluss zeige ich euch nochmal alle Versiegler. Dann machen wir weiter mit dem Konfetti Schwarz. Diesen Effekt hat bestimmt der ein oder andere schon mal von euch gesehen. Der wird auch Eggshell genannt. Hier ist aber ganz schön, dass da verschieden große Partikel drauf sind. Ich glaube, dass man das hier in der Kamera gar nicht so gut am Pinsel sehen kann, aber hier oben am Flaschenhals auf dem durchsichtigen. Also auch hier haben wir einen Versiegler ohne Schwitzschicht. Die härten alle in 60 Sekunden aus. Ich fand diesen Grünton so passend. Das ist ein grüner Gellack. Wie gesagt, das verlinke ich alles in der Infobox für euch, wenn den einen oder anderen das interessiert. Und auch hier könnt ihr die Partikel noch mal ein bisschen verschieben und die legen sich dann wirklich sofort wieder glatt, so dass ihr nachher keine Unebenheiten habt. Das war's schon. Ist auch ein richtig schöner Effekt. Das passt natürlich zu allen möglichen Farben. Könnt ihr auch auf Weiß machen, das sieht auch toll aus. Als nächstes haben wir den Konfetti Silber Versiegler. Hier sind jetzt wieder runde Partikelchen mit bei. Und dann halt in einem richtig schönen Silber. Der passt auch wieder zu jeder Farbe. Ich habe mir jetzt hier so ein richtig schönes Rosa ausgesucht. Ich finde, das ist so ein typisches Frühlingsrosa. Ich möchte jetzt hier von den größeren Partikelchen noch etwas verschieben. Ihr könnt ja auch die Menge variieren, ne? Also wenn ihr sagt, ich möchte gerne nur ganz wenig Effekt haben, dann streicht den Pinsel vorher gut am Flaschenhals ab,
dann habt ihr nur sehr wenig Partikel mit drin. Wichtig ist nur, dass ihr den oder dass ihr alle Effektversiegler wirklich schön dünn auftragt. Hier haben wir jetzt einmal den Silberversiegler. Als letztes zeige ich euch den Konfetti-Weiß-Versiegler. Den könnt ihr zum Beispiel im Winter für Schneeflocken benutzen. Sieht dann auf dem Nagel so ein bisschen aus, als ob es schneien würde, ne? Also einfach als Schneeeffekt benutzen. Oder aber auch im Frühling und im Sommer auf knalligen Farben. Sieht auch richtig toll aus. Ich habe mir jetzt hier so einen lila Ton ausgesucht, wo wir den einmal auftragen. So sieht er jetzt einmal aufgetragen aus. Ist auch eine richtig schöne Farbe. Und ich finde, das Lila dazu passt einfach perfekt. Wirklich jetzt für den Frühling, der hoffentlich bald kommt. Hier könnt ihr jetzt nochmal alle Konfetti-Versiegler fertig ausgehärtet sehen. Ich komme mal ein bisschen näher. Also wirklich für jeden Geschmack was dabei und auch für alle Farben wirklich toll geeignet. Und dann haben wir noch drei Effektversiegler. Die haben so einen ganz, ganz feinen Schimmeranteil. Hier oben im Deckel könnt ihr es schon ganz gut sehen. Wir fangen mal an mit dem No Wipe Shine. Hier habt ihr ein typisches Silberglitzer. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, weil das wirklich ganz, ganz feine Versiegler sind. Mit ganz, ganz feinen Glitzerpartikelchen. Also ihr habt hier Silber mit bei und so einen ganz leichten Hauch von Blau. Ich habe mir jetzt extra fürs Video schwarze Mustertipps vorbereitet. In der Hoffnung, dass ihr das sehr gut sehen könnt. Die sind auch ohne Schwitzschicht, härten auch in 60 Sekunden aus. So ein ganz wunderschöner, leichter, feiner Effekt. Ganz dezent. Aber ich glaube, man kann es sehr gut sehen, wenn ich den Tipp so halte. Dann haben wir als nächstes den Sparkle-Versiegler. Hier habt ihr auch Silberglitzer mit drin, aber zusätzlich noch so einen Hauch von Blau-Grün-Schimmer. Auch hier habe ich mir einen schwarzen Tipp vorbereitet, weil ich denke, da wird man es wirklich besser drauf sehen können. Also diese Versiegler sind auf jeden Fall für alle geeignet, die sagen, ich möchte nur so einen ganz, ganz leichten, dezenten Glitzereffekt auf dem Nagel haben. Hier habt ihr wirklich ein bisschen mehr Blau als Silber drin. Würde auch gut passen, wenn man zum Beispiel Galaxy Nail Art arbeitet. Dann haben wir als letztes den Goldversiegler. Das ist so ein typischer Goldton. Also auch hier so ein ganz schöner, feiner Schimmer. Sieht auch wunderschön auf Nude zum Beispiel aus oder auch auf Schwarz und Weiß. Ich werde den jetzt hier auch auf einem Nude-Ton auftragen. Ich finde immer Nude und Gold, die Kombination, die sieht einfach immer schön aus.
Ich hoffe, man kann das gut sehen. So ein richtig schöner, dezenter Effekt. Zum Schluss zeige ich euch jetzt nochmal die Effektversiegler nach dem Aushärten. Und dann sind wir auch schon am Ende von dem Video. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit helfen konnte, der sich immer gefragt hat, wie die Effektversiegler von uns wohl so aussehen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dankeschön, tschüss.